Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Brennglas Corona-Krise. Wie geht es weiter mit nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen? Mein Name ist Daniela Baum. Ich arbeite für Germanwatch im Projekt Regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West, kurz Rhein-West. Und außerdem sind hier noch im Raum von Seiten der Organisatoren Melanie Gehensig, meine Kollegin. Die wird später, also die beobachtet den Chat und wird später dann auch die Fragen aufgreifen, die vielleicht schon im Chat eingegeben wurden und auch die Diskussion moderieren. Und Christian Vollmer ist unser Technik-Support, also mit allen Fragen rund um Technikprobleme können Sie sich gerne an ihn wenden. Wen ich auch noch direkt begrüßen möchte, sind unsere beiden ReferentInnen. Das ist zum einen Peter Schmidt von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und Anna Wissmann, die Koordinatorin des Netzwerks der Ernährungsräte im deutschsprachigen Raum. Was erwartet uns heute? Hier ein kurzer Ablauf. Die Begrüßung ist gerade schon erfolgt. Ich werde noch eine kleine Einführung in das Thema geben. Danach wird Peter Schmidt einen 20-minütigen Impulsvortrag halten. Direkt im Anschluss dann Anna Wissmann die Ernährungsräte vorstellen. Die Fragen würden wir dann gerne im Anschluss für die anschließende offene Diskussion aufheben. Die dann spätestens um 6:50 starten kann und nur eine knappe halbe Stunde dauern wird oder Zeit dafür ist, um Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Und ganz am Ende gibt es einen kurzen Abschluss, damit wir dann pünktlich um 19:17 Uhr enden können. Ja, nochmal kurz unser Netzwerk vorgestellt. Rhein-West, das ist ein zivilgesellschaftliches Netzwerk mit 7 Partnern, hier dargestellt in der Abbildung. Wir arbeiten zusammen, um in unserer Region nachhaltige Entwicklung stärker zu verankern. Unsere Region heißt Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. Das ist ein sehr diverses Netzwerk, wie man hier sieht. Und unser gemeinsamer Bezugspunkt ist die Agenda 2030 mit ihren 17 SDGs und der Umsetzung auf verschiedenen Ebenen. Insbesondere schauen wir da immer auf die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die Länderebene, die Länderstrategien. Die Idee zu dieser Online-Seminarreihe entstand zum einen, weil die Corona-Pandemie natürlich auch unsere Arbeit komplett auf den Kopf gestellt hat und durcheinandergewirbelt hat. Und natürlich, weil wir uns auch mit der Frage auseinandergesetzt haben, was heißt das jetzt eigentlich für das Thema nachhaltige Entwicklung in unterschiedlichen Themenbereichen? Die Themen, denen wir uns widmen in der Reihe, die sind in der aktuellen Fortschreibung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie als sogenannte Transformationsbereiche festgeschrieben worden. Das heißt, die Bundesregierung erkennt in den Bereichen an, dass es da tatsächlich nicht reicht, einfach nur hier und da ein paar Anpassungen zu machen, sondern dass es da grundlegenden Handlungs- und Veränderungsbedarf gibt. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, mit dem Transformationsbereich nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme. Die Formulierung zeigt auch schon diesen ganzheitlicheren Blick, den man da jetzt auf den ganzen Themenbereich wirft. Also nicht nur zu sagen Landwirtschaft, sondern halt wirklich die ganze Wertschöpfungskette wird in den Blick genommen. Und auch in 2018 gab es ein internationales Peer Review, wo auch schon der Bundesregierung nahegelegt wurde, dass es grundlegende Veränderungen im ganzen Ernährungssystem geben muss, um die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Es gibt sehr viele Verschränkungen zwischen den unterschiedlichen Themenbereichen und SDGs, gerade im Bereich Landwirtschaft auch. Von daher ist die Landwirtschaft auch ein sehr großer Hebel, um beispielsweise auch im Bereich Artenschutz, aber auch bei Klima-, Wasser-, Bodenschutz, Veränderungen zu bewirken. Und natürlich nicht zu vergessen, auch was faire Arbeitsbedingungen oder Höfesterben angeht. Also auch der soziale Aspekt in dem Bereich ist wichtig.
Was man sieht, ist, dass es natürlich einfach auch sehr viele unterschiedliche Akteure und Interessen gibt in dem Bereich. Und da passiert auch schon sehr viel in Deutschland. Es gab jetzt zuletzt Empfehlungen zu einer nachhaltigeren oder tierwohlorientierteren und umweltschutzorientierteren Nutztierhaltung. Es gibt die Zukunftskommission Landwirtschaft, die jetzt im September gestartet ist. Es gibt auf NRW-Ebene die Enquete-Kommission, die sich mit der Thematik auseinandersetzt und auch versucht, verschiedene Akteure an den Tisch zu bringen. Und es gibt auch sowas wie die Volksinitiative Artenvielfalt in NRW jetzt, nach dem Beispiel von, dem erfolgreichen Beispiel von Bayern. Aber es gibt natürlich auch Proteste, gerade der konventionellen Landwirtschaft, initiiert von der Bewegung Landschaft Verbindung, die sich gegen ja, die Veränderung in dem Bereich, die Transformation ein Stück weit zur Wehr setzt. Es lohnt bei diesem Themenbereich natürlich auch immer der Blick auf die europäische Ebene. Dazu wird Peter Schmidt später sicherlich noch ganz viel erzählen können. Da gab es ja das eigentlich positive Signal mit dem European Green Deal, im Rahmen dessen eben auch die Farm to Fork, also die Strategie vom Acker bis auf den Teller verabschiedet wurde und da doch einen guten Impuls gegeben hat für eine nachhaltige Entwicklung in dem Bereich. Und auch die Biodiversitätsstrategie wurde da verabschiedet. Allerdings, und das ist jetzt aktuell natürlich auch gerade der Prozess, der da sehr relevant ist, wichtig ist die gemeinsame Agrarpolitik. Und die wird jetzt gerade reformiert oder ist mehr oder weniger quasi schon reformiert worden, wobei es die Frage ist, ob man das Reform nennen kann, weil es letzten Endes stark kritisiert wird, da sowas wie die Farm-to-Fork-Strategie im Grunde genommen durch die gemeinsame Agrarpolitik, so wie sie jetzt mehr oder weniger beschlossen ist, eigentlich nicht gefördert wird. Es ist fast sogar noch ein Rückschritt in Sachen nachhaltiger Entwicklung von vom Agrarbereich. Gelder aus dem sogenannten Recovery Fund, da sind wir wieder bei der Corona-Krise, fließen auch in die Subventionen der GAP mit ein und gehen tatsächlich in die sogenannte zweite Säule für ländliche Entwicklung, wo man tatsächlich auch Ökologisierungsmaßnahmen finanzieren kann, wobei da das die Betonung auf kann liegt. Dann muss das nämlich auch nicht. Und so ist generell die Frage, wird das ganze Geld, das jetzt in die Krisenbekämpfung fließt, tatsächlich in das Richtige investiert, um eine nachhaltigere und resilientere Gesellschaft zu fördern? Denn das Geld, was jetzt investiert wird, das steht halt nur einmal zur Verfügung und nicht jährlich. Und deswegen ist jetzt die Zeit, um auch in andere Wege, in nachhaltigere Entwicklungen zu investieren und nicht die falschen Pfade einzuschlagen. Die Corona-Pandemie hat quasi Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und im Zusammenhang mit Agrar- und Ernährungssystemen sind natürlich so Stichworte wichtig wie ein Boom regionaler Wertschöpfungsketten. Also das sind so Sachen, die man natürlich auch durch der Presse entnommen hat. Die Krisenanfälligkeit langer Lieferketten wurde plötzlich evident. Aber es wurde auch das Brennglas, der Fokus auf die schlecht bezahlten Erntehelferinnen aus dem Ausland gelegt. Oder auch die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen, die alles andere als gut sind. Aber auch ein Effekt, der zu beobachten war, dass die Versorgung nicht komplett zusammengebrochen ist. Die Frage jetzt ist natürlich, wie bewegen wir uns aus der Krise heraus, in der wir eigentlich im Moment auch gerade noch mittendrin stecken. Das war zu Zeiten, als wir diese Reihe geplant haben, eigentlich noch gar nicht so klar, wie tief wir da noch drin stecken. Wie geht es nun also weiter? Und da möchte ich eigentlich nun auch schon direkt überleiten zu Peter Schmidt und ihm die Bühne überlassen. Er ist als Gewerkschafter der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten sowie vor allen Dingen beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sehr nah dran an den ganzen Fragen und politischen Debatten. Und ich bin sehr gespannt auf seinen Vortrag. Lieber Herr Schmidt, Sie sind, the stage is yours. Ja, vielen Dank, Daniela. Vielen Dank zunächst für die Einladung, die ich gerne annehme, wenn es darum geht, über Lebensmittelsysteme
über nachhaltige Lebensmittelsysteme zu reden, dann liegt das natürlich an meinem Herzen. Ich würde aber ganz gerne mich und meinen Hintergrund kurz darstellen, damit man das entsprechend einordnen kann. Habe auch noch eine Frage, aber die kann man ganz am Schluss beantworten. Ich war ziemlich überrascht über den Endzeitpunkt von 19:17 Uhr. Na, schon sehr deutsch, dass wir das auf die Minute angeben. Gibt sicherlich einen Grund dafür. Also, mein Name ist Peter Schmidt. Wie es hier steht, bin nicht mehr Vizepräsident der Fachgruppe der Landwirtschaft, sondern bin Vorsitzender mittlerweile, weil wir, das wussten Sie aber nicht, weil wir Wahlen hatten, und bin aber von meinem Hintergrund mein ganzes Leben lang Gewerkschafter. Und vielleicht kommt man nachher darauf in der Debatte, wie das Ganze dann zusammenpasst. Ich war 25 Jahre vor Ort als Gewerkschafter, alles das, was sich unter dem Gewerkschafter vorstellt, gemacht und kam dann, so wie es auch hier steht, in die internationale Arbeit. Da gibt es eine Besonderheit, die relativ ungewöhnlich ist, nämlich gleichzeitig noch der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrates des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns. Insofern sagt mir sozusagen die Welt der multinationalen Konzerne sehr viel. In dieser Funktion bin ich Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Und dazu muss man etwas wissen, weil diese Konstruktion, die gibt es bei uns nicht. In Deutschland gibt es in manchen anderen Ländern. Das muss man ein Stück verstehen, um auch die Papiere, die wir produzieren, einordnen zu können. Das heißt, der Ausschuss, die Konstruktion gibt es in Deutschland nicht, in anderen Ländern gibt es. Der Ausschuss besteht aus über 300 Mitgliedern und diese werden benannt von den Regierungen. Nicht über die Organisationen. So, jetzt sehe ich niemand mehr. Jetzt müsste man mir eine Rückmeldung geben, ob ich noch Ja, online wir bin. sind alle noch da. Wir haben nur die Kameras ausgemacht, damit die Ah, Verbindung okay, vielleicht alles besser klar, ist. gut. Dann mache ich da weiter. So, über 300 Mitglieder und zwar aufgeteilt in drei Gruppen: Arbeitgeber, Gewerkschaften und sonstige Gruppen. Da gehören Umweltschützer dazu, da gehören die Konsumverbände, die Landwirtschaftsverbände dazu. Und wir organisieren uns in sogenannten Studiengruppen und erarbeiten Stellungnahmen, die auf Anfrage des Parlaments, der Kommission oder des Europäischen Rates oder aber von Mitgliedstaaten erstellt werden. Und wir sind ein Beratungsorgan, das schon von Anfang an in den römischen Verträgen vorgesehen. Das ist deswegen wichtig zu wissen und einzuordnen, denn am Ende des Tages sind diese Papiere, die wir produzieren, im Grunde am Schluss in einer Plenarsitzung, ähnlich organisiert wie im Parlament, beschlossen. Das heißt, da gibt es auch den Rückhalt der Arbeitgeber und der entsprechenden verschiedenen Verbände. Also das muss man dazu wissen. Meine Tätigkeiten darin waren jetzt Leitung nachhaltiger Lebensmittelsysteme, Leitung einer ständigen Beobachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung, jetzt übergeordnet als Vorsitzender dieser gesamten Fachgruppe, die sich darum kümmert. So, wenn wir über Lebensmittelpolitik reden, würde ich gerne nochmal den Gesamtzusammenhang darstellen. Wir müssen nämlich über Lebensmittelpolitik reden, auch in Zukunft über Ernährungspolitik, Lebensmittelpolitik. Und in der Vergangenheit haben wir uns im Grunde nur mit Agrarpolitik beschäftigt. Und die Agrarpolitik ist aufgebaut gewesen aus der Geschichte der EU, will ich jetzt ja gar nicht kritisieren, jedenfalls daraufhin aufgebaut gewesen, dass es im Grunde nur darum ging, viel zu produzieren für den Markt und ohne sich Gedanken zu machen, wie wir produzieren und was wir produzieren. So, deswegen haben wir aus dem EBSA heraus eine Idee der ganzen Lebensmittelpolitik in Europa entwickelt. Das muss man sich vorstellen in aller Kürze. Man stellt sich einen Tempel vor. Die Überschrift oder das Dach ist die gemeinsame Lebensmittelpolitik. Die Säulen, die sich darin befinden, die gilt es sozusagen mit dem Fundament, nämlich mit Governance, nämlich mit den nötigen Regierungsmitteln zusammenzuführen. Die Säulen sind Bildung, Transport, gemeinsame Agrarpolitik, Produktion, Art und Weise der Produktion, healthy diets, also gesunde Lebensmittel, und die gilt es entsprechend zusammenzuführen. Und genau das gibt es eigentlich
Nirgends. Es gibt ein paar Länder, die solche Ansätze haben. Die Finnen haben da ganz gute Ansätze und die Italiener. Aber wir haben keine gemeinsame Lebensmittelpolitik in Europa. Und darin liegt im Grunde ja das Problem. Als wir diese Stellungnahmen oder diese Idee entwickelt haben, ging das gleichzeitig einher mit dem IPES-Food-Prozess, der in Europa stattgefunden hat, dem internationalen Panel von Ernährungsexperten. Unter der Idee und Führung von Oliver de Schutter, der war früher der Sonderberichterstatter der UN für das Recht auf Nahrung. Und wir haben sozusagen gemeinsam in der Zivilgesellschaft diese Idee entwickelt. Die Kommission war zu diesem Zeitpunkt noch weit weg von einem Ansatz einer, wie es jetzt heißt, Farm-to-Fork-Strategie, die jetzt auf dem Tisch liegt. So, das ist zumindest mal der positive Ansatz, dass die Kommission sich verstanden hat, dass sie mit der bisherigen Lebensmittelpolitik, die es ja gab, allerdings nicht auf Kommissionsebene, sondern Lebensmittelpolitik gab es in den Konzernen, die gab es im Lebensmitteleinzelhandel, aber es gab keine von der Politik unterstützte oder gesteuerte Lebensmittelpolitik, dass das notwendig ist, wenn Sie die Agenda 2030 der UN einhalten wollen. Wenn das funktionieren soll, brauchen wir eine solche ausgerichtete Politik, die sich in Einzelheiten, ich komme vielleicht dann noch drauf, wenn es erwünscht ist, die sich in Einzelheiten genau strukturell mit einer Lebensmittelpolitik auseinandersetzt, die diese Säulen im Blick hat. Zum Beispiel eben die Frage, wie produzieren wir? Und was produzieren wir? So, wenn man jetzt den aktuellen Entwurf allerdings sich anschaut, der von der Kommission auf den Tisch gelegt worden ist, dann ist er schon erstmal nur entfernt von einer umfassenden Lebensmittelpolitik, die, wie wir uns sie vorstellen. Der Vorschlag beinhaltet ein paar Zielsetzungen, die begrüßenswert sind. Die Frage Pestizidumgang, die Frage Einführung oder Erstellung von Flächen, die ökologischen Landbau haben, 25%. Aber diese Strategie die ist überhaupt nicht eingebettet im Grunde in ein Gesamtkonzept dieses europäischen Green Deals. So, das ist ein Teil, aber wenn man sich anschaut, wie die Kommission in einzelnen Elementen damit umgeht, dann merken wir, dass die Kommission noch lange nicht so weit ist, dass sie sich tiefst Gedanken gemacht hat, eine vernünftige, nachhaltige Lebensmittelpolitik zu betreiben. Wir sehen das im Ergebnis. Und ich greife ein Stück schon mal vor, weil ich sehe, dass die Zeit läuft und ich will sie nicht überstrapazieren. Wenn wir uns, und Frau Baum hat es ausgeführt, wenn wir uns anschauen, was wir kürzlich an GAP-Beschlüssen, also gemeinsamen Agrarpolitik-Beschlüssen bekommen haben, dann ist es in der Tat, und ich gebe Ihnen komplett recht, eine hoch enttäuschende Angelegenheit und man kann tatsächlich sagen, dass es eigentlich ein Rückschritt ist. Das heißt, die Kommission ist nicht mutig genug, in dem Fall ist es nicht die Kommission, sondern es war der Rat, aber in Europa ist man nicht mutig genug, die Lebensmittelpolitik auf komplett andere Füße zu stellen. So, wir haben ein paar Vorschläge dazu gemacht. Ich gehe da nicht so stark drauf ein, weil Anna Wissmann dazu sicher interessante Ausführungen machen wird, wie sowas praktisch aussehen kann, wie wir sozusagen gemeinsam an einer solchen Lebensmittelpolitik arbeiten. Das sind die Lebensmittelräte auf allen Ebenen zum Beispiel ein entsprechender Vorschlag. Da schlagen wir auch vor, dass wir auf lokaler und nationaler Ebene auch Expertenräte einsetzen, die sich mit der Frage, was produziert wird, was gesunde Lebensmittel sind, im Kontext von kulturellen Entwicklungen und der jeweiligen Möglichkeiten, die sich aus den Klimasituationen der Länder ergibt, um klare europäische Richtlinien zu erarbeiten, anhand denen sich die Produzenten orientieren können, wie sie und was sie vor allem produzieren. Selbstverständlich schlagen wir vor, dass man die Lebensmittelkette zerschlagen muss, dass man sie in kurze Wege
zerschlagen muss. Wobei man da die Debatte führen muss, inwieweit diese kurzen Lebensmittelwege zu definieren sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir werden nicht alles sozusagen lokal und regional produzieren können. Das wird nicht funktionieren. Insbesondere dann nicht, wenn wir als Verbraucher auch Lebensmittel haben wollen, die jetzt nicht hier in Bayern. Man hört es mir natürlich nicht an, meine Sprachwerbung, die wir hier in Bayern nicht produzieren können oder die woanders nicht produziert werden können. Da müssen wir die Frage der Regionalität oder der kurzen Lebensmittelketten entsprechend definieren. Was aber nötig ist, glaube ich, ist in dem Zusammenhang, dass wir direkte Beziehungen auch zu den Produzenten dazu aufbauen. Ein Beispiel: Ich selber bin stolzer Besitzer eines spanischen Orangenbaums und ich habe direkten Kontakt über Crowd Farming, einen direkten Kontakt sozusagen zu dem Landwirt. Das heißt, über die heutige Technik sind wir in der Lage, den ganzen mittleren Teil, die beispielsweise in den Einzelhandel, auch insofern zu umgehen, indem wir direkt mit den Landwirten kommunizieren können. Das ist kein Elite-Thema, sondern das ist ein Thema, das jeder, der mit Technik umgehen kann und will, in der Lage ist, das auch so zu organisieren. Ich bekomme damit zum nahezu gleichen Preis Mandarinen und Orangen aus Spanien. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, und das ist eine wesentliche Forderung einer nachhaltigen Lebensmittelpolitik, der Landwirt bekommt den Preis, den er auch braucht, um nachhaltig produzieren zu können, und befindet sich nicht in dem ruinösen Wettbewerb, der im Grunde dafür verantwortlich ist, dass wir eine Lebensmittelsituation haben, die gar niemand mehr nachvollziehen kann. Wenn wir heute sehen, dass ein Liter Milch billiger verkauft wird wie ein Liter Coca-Cola, dann stimmt in diesem ganzen Gefüge etwas nicht mehr. So, was wir weiterhin brauchen in einer umfassenden Lebensmittelpolitik, ist eine Strategie, wie wir in der Lebensmittelpolitik, und Sie merken, ich spreche nur von der Lebensmittelpolitik, weil die Agrarpolitik aus meiner Sicht und aus unserer Sicht der Bestandteil der Lebensmittelpolitik sein muss, wie wir die Kreislaufwirtschaft innerhalb dieser Lebensmittelpolitik oder gerne auch der Agrarpolitik definieren. Wenn man sozusagen über Nachhaltigkeit spricht, muss man konsequent über Kreislaufwirtschaftssysteme reden. Nun kann man sich die Frage stellen, was heißt das in der Lebensmittelwirtschaft? Da gebe ich ein Beispiel. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit unserer Eiweißstrategie, mit unserer Proteinstrategie in Europa verfahren. Ist es sinnvoll? Natürlich gibt jeder wahrscheinlich auch hier im Forum die Antwort, ist es nicht. Ist es sinnvoll, dass wir billigst Proteine aus, keine Ahnung woher, aus der Welt, ob das aus Brasilien, das Soja oder aber das Palmöl aus Asien ist, importieren und damit sozusagen in die Lage versetzt werden, billige Lebensmittel herzustellen? Und in der gleichen Zeit verlieren jedes Jahr Tausende von Landwirten ihre Existenz. Das geht so in der Form nicht. Also müssen wir darüber nachdenken, welche Eiweißstrategie wir haben im Sinne von Kreislaufwirtschaft, dass wir das Eiweiß, das wir brauchen, auch nur in Europa produzieren. Das würde gleichzeitig dazu führen, dass sozusagen auch die Möglichkeiten der Fleischproduktion sich reduzieren. So, was wir weiter brauchen, und das ist im Grunde damit verbunden, klare Preisfestlegungen für die Landwirte auf der einen Seite, aber auch, und Sie haben es angesprochen, mit der Frage der Corona-Krise hat sich da ja das sehr stark gezeigt, wo in der Lebensmittelversorgungskette die Probleme liegen. Stichwort Fleisch und Fleischproduktion und Erntehelfer. Ich meine, in meiner Gewerkschaft, wir kämpfen im Moment mit der Bundesregierung, dass auch dort die Bedingungen sich stark verändern, dass man nicht mit moderner Sklavenarbeit
diese Lebensmittelpolitik oder diese Lebensmittelproduktion organisieren kann. So, das ist sozusagen, das sind einzelne Elemente von umfassender Lebensmittelpolitik, wo wir meinen, das muss organisiert werden. Ich komme ganz am Schluss dazu, wie wir das versuchen, gemeinsam dann mit hinzubekommen. So, mir ist noch ein Punkt wichtig, der in der Regel nicht debattiert wird. Und immer dann, wenn ich sozusagen diesen Aspekt in die Debatte wirf, merke ich, dass die Menschen, auch Politiker, aber auch Organisationen sich da den Kopf einziehen und lieber darüber nicht so gerne reden würden. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil er auch unmittelbar mit Biodiversität, aber insbesondere mit der Frage der sozialen Dimension in der Lebensmittelversorgungskette zu tun hat. Das ist nämlich die Frage, wer verdient was innerhalb der Lebensmittelversorgungskette? Nun wird insistiert mit der gemeinsamen Agrarpolitik, wir geben immerhin 60 Milliarden aus im Jahr in Europa für Stützung der Landwirte, die ich auch erstmal gar nicht so in Frage stellen will, weil ich glaube, dass das notwendig wäre. Allerdings nicht so, wie es uns jetzt vorgeschlagen wurde. Aus unserer Sicht wäre es nötig gewesen, sozusagen eine komplette Umkehr der gemeinsamen Agrarpolitik zu organisieren. Aber es wird impliziert, dass das in dieser Lebensmittelversorgungskette von Anfang bis zum Ende nichts verdient werden würde oder dass man da nichts dran verdient. Sondern das ist natürlich völlig falsch. Ich weiß nicht, ob jemand die Zahlen kennt. Ich habe sie in der letzten Rennveranstaltung schon mal in den Raum geworfen. Aber was mir so ein Stück fehlt, ist immer so die Empörung, die daraus entsteht. Da gibt es eigentlich gar keine, sondern man nimmt es einfach so hin mittlerweile in unserem kapitalistischen System. Es gibt Unternehmen, und das weiß ich nun sehr genau, deswegen habe ich es am Anfang eingeführt, wie zum Beispiel Nestlé oder Unilever oder Danone oder Mondelez oder Coca-Cola, wie sie alle heißen, die sich da drin tummeln, die haben Profitvorstellungen, die wir nicht im Ansatz uns trauen würden zu äußern. Und die liegen bei rund 20% vom Umsatz. So, das heißt, in dem Maße, in dem wir sozusagen versuchen, nachhaltige Systeme aufzubauen und nicht gleichzeitig einen gesellschaftlichen Diskurs führen und das auch anfangen zu skandalisieren, dass es einige wenige gibt, die sich am Lebensmittelsystem dumm und dämlich verdienen, während man auf der anderen Seite ganze Existenzen jedes Jahr verliert, werden wir nicht zu einer nachhaltigen Politik kommen. So, nun Frage, wie schafft man es, dass man dazu kommt? Ich glaube, dass es ein langer Weg ist. Ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen funktioniert. Wir sehen das bei den Beschlüssen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Ich glaube, es ist nötig, dass wir uns auf allen politischen Ebenen viel stärker und lauter zu Wort melden müssen mit unseren Konzeptionen, die zum Teil, wir werden es nachher von Anna hören, sehr konkret aussehen, wie wir Lebensmittelpolitik gestalten wollen. Die Menschen vor Ort, das ist meine Wahrnehmung. Einige bekommt man nie. Aber die Menschen wollen gesunde Lebensmittel, die gesund produziert worden sind und die nicht in irgendeiner Anonymität sich bewegen. So, deswegen glaube ich, muss man die Dinge auch bei den politischen Entscheidern ansetzen, auf lokaler, aber natürlich auch auf nationaler Ebene. Und Daniela hat den Peer-Bericht angesprochen. Ich kenne den Karl Falkenberg sehr gut, hatte die Gelegenheit, mit Herrn Clark zu reden, die diesen Peer-Bericht ja auch mitverantwortlich organisiert haben. Das war auch ein guter Vorteil, die das auch gut betrachten und auch aufgenommen haben mit der Ernährungspolitik. Aber wenn man ehrlich ist, dann finden wir auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nicht diesen holistischen Ansatz. Und den müssen wir diskutieren. Wir dürfen nicht nur in der Klein-Klein-Frage die Debatte führen, sondern wir müssen sie auf allen Ebenen führen, wo wir Möglichkeiten haben. Das heißt, Parlamentarier auf Ebene EU, auf Ebene national, auf Landesebene, überall, wo es Möglichkeiten gibt, dort die Debatte zu führen, müssen wir sie führen. Ich schaue jetzt auf die Uhr, ich bin eigentlich schon jetzt an meinem Zeitlimit. Hätte noch eine ganze Menge andere Punkte, würde gerne noch einen Punkt erwähnen, damit man den im Kopf hat, vielleicht für die Debatte. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, wenn man die betrachtet, es gibt ja von Eurostat jedes Jahr einen Bericht, inwieweit die Nachhaltigkeitsziele der UN umgesetzt werden. Und wir im EBSA
haben eine enge Verknüpfung mit dem Sustainable Development Solution Network, SDSN, die einen so Art Schattenbericht mir erstellen. Da lohnt es sich reinzuschauen und dann stellt man plötzlich fest, so gut ist man nicht auf dem Weg in Deutschland, um die Nachhaltigkeitsziele entsprechend umzusetzen. Damit lasse ich es mal. Vielleicht haben wir dann nachher noch Möglichkeiten, einige Punkte in der Debatte zu diskutieren. Vielen Dank. Perfektes Timing quasi. Nur eine Minute zu lang, aber zwischendurch gab es ja auch mal ein bisschen technische Probleme. Also von daher vielen, vielen Dank für diesen Ritt durch die ganzen verschiedenen Themen. Und jetzt würde ich direkt mal weitergeben, auf die Praxisebene kommen mit Anna Wissmann, die das Netzwerk der Ernährungsräte koordiniert und auch den, man streitet immer, ob es der erste oder der zweite Ernährungsrat war in Deutschland, aber den Ernährungsrat in Köln auch ein Stück weit mit aus der Wiege gehoben hat und begleitet hat zu Beginn und koordiniert hat. Und ich freue mich jetzt auf Ihren Input, wo Sie uns denn die Ernährungsräte als einen Ansatz für für ein transformiertes Ernährungssystem vorstellen wird. Ich wechsle mal die Präsentation. So, und übergebe die Präsentationsrechte an Anna, damit sie starten kann. Sehr gut, danke dir. Wie gesagt, spreche jetzt für das Netzwerk der Ernährungsräte im deutschsprachigen Raum. Und das Netzwerk der Ernährungsräte besteht zurzeit aus einer schon relativ großen Zahl an Ernährungsräten und auch Ernährungsratsgründungsinitiativen. Das heißt, wir springen jetzt sozusagen von der höchsten Politikebene für uns, nämlich der EU-Ebene, auf die lokale und regionale Ebene überwiegend. Das muss man jetzt im Kopf behalten, wenn ich auch über die Themen gleich spreche, die in den Ernährungsräten so angegangen werden. Die Überlegung hierbei ist aber natürlich nicht, dass das nur auf der lokalen Ebene stattfinden kann oder soll, sondern das ist die Ebene, mit der es erstmal anfängt. Das ist die Ebene, auf der die Leute, wo wir sozusagen leben, wo wir uns auskennen, wo wir uns zuerst auch engagieren können als Bürgerinnen und Bürger. Und das sieht man hier, dass das auch sehr, sehr viele schon machen. Das Netzwerk hat inzwischen in 6 Ländern Mitglieder, nämlich bis nach Italien hinein, nach Luxemburg und auch zum Beispiel in Amsterdam gibt es eine Initiative. Wir sind dabei, eine Dachorganisation aufzubauen, sind aber zurzeit noch ein loses Netzwerk. Das heißt, die Ernährungsräte sind lokal alle unabhängig voneinander tätig und die Gründungen kommen auch einfach jeweils aus einer lokalen Initiative heraus. Und normalerweise kommt der Impuls zu so einer Gründung aus der Zivilgesellschaft in Verbindung mit Vorreiterinnen aus dem Ernährungssystem, also zum Beispiel Biobauern und ähnlichen Leuten. Frage ganz allgemein, was wollen Ernährungsräte und wie wirken sie? Ich habe gleich ein paar Beispiele, die es ein bisschen konkreter machen, aber ganz allgemein gesprochen wollen Ernährungsräte das Ernährungssystem transformieren. Und ihr Ansatz ist dabei ein politischer Ansatz, ganz an allererster Stelle. Eben nicht, was wir zurzeit oder schon seit ziemlich langem hat sich das eingebürgert, davon zu sprechen, dass doch die KonsumentInnen das doch in der Hand hätten. Das sagen Ernährungsräte nicht. Es geht um Rahmenbedingungen und um Transformation in einem grundsätzlichen Sinne. Nicht darum, einzelne Leute dazu aufzurufen, anders einzukaufen. Ernährungsräte sagen, wir haben ein sehr, sehr komplexes Problem. Das Ernährungssystem ist ein sehr komplexes Ding. Und um in diesem komplexen System etwas zu verändern, müssen wir Akteure aus allen Teilen des Systems zusammenbringen. Das heißt, dazu gehören natürlich die Menschen, die wirklich in der Produktion oder im Ernährungssystem professionell tätig sind.
Dazu gehören aber auch die Zivilgesellschaft und dazu gehört auch die Politik und Verwaltung. Das heißt in unseren Fällen meistens die Stadträte und Kommunalverwaltungen, weil das alles Akteure sind, die Wissen über dieses System haben und auch Handlungsmöglichkeiten haben, da etwas zu verändern. Und in so einem Ernährungsrat sollen die Akteure zusammenkommen, sollen ihr Wissen bündeln und auch Ideen entwickeln. Und auf dieser gemeinsamen Basis können dann Visionen entwickelt werden, wo wollen wir eigentlich hin? Wie sieht es aus, wenn es gut ist, wenn die Transformation gelungen ist? Strategien zu entwickeln, wie wir da hinkommen und dann auch konkrete Maßnahmen und Projekte natürlich. Und ein ganz wichtiges Ziel ist es, die überwiegend verloren gegangene Infrastruktur des Ernährungssystems wieder aufzubauen. Wir sind eben jetzt in der Situation, dass wir über lange Wertschöpfungs- und lange Lieferketten unsere Lebensmittel zum ganz, ganz großen Teil erhalten. Und lokale Strukturen sind in den vergangenen Jahrzehnten ganz stark verloren gegangen. Das heißt, wir könnten jetzt auch nicht, wenn wir plötzlich alle 100% unserer Lebensmittel lokal einkaufen wollten, wäre das gar nicht möglich, weil sie A, nicht produziert werden in der Menge, aber auch die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen gar nicht da wären. Und ein Ernährungsrat bildet eine Governance-Struktur, in der es möglich ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die da mitwirken wollen, an der Gestaltung eines nachhaltigen und fairen Ernährungssystems, meistens dann für ihre Region erstmal mitzuwirken. Hier sieht man nochmal zum Beispiel die ursprüngliche Zusammensetzung des Kölner Ernährungsrates mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus diesen drei verschiedenen Feldern. Und als Beispiel dafür, wie Ernährungsräte arbeiten, habe ich jetzt ein paar konkrete Beispiele aus verschiedenen Ernährungsräten. Der allererste Schritt ist oft das Agenda-Setting, das Thema Transformation des Ernährungssystems auf die Agenda zu setzen, den Begriff Ernährungssystem überhaupt erst ins Gespräch zu bringen, dass es so etwas gibt und dass man das bearbeiten kann, dass man daran etwas verändern kann und dass es auch auf der lokalen und regionalen Ebene passieren kann und auch passieren sollte. Hier gibt es zum Beispiel das Dokument aus Berlin mit neuen Kernforderungen an den Berliner Senat. Da geht es aber nicht nur darum, das dem Berliner Senat auf den Tisch zu legen und zu sagen, so jetzt, ne, wisst ihr, was ihr machen müsst, sondern vor allem auch darum, diese ganzen Bereiche zu benennen, um die es da geht. Eine weitere Grundlage ist die Sensibilisierung bzw. Kommunikation des Themas in der Breite. Das hier sind Beispiele aus Köln. Eine Plakataktion im öffentlichen Nahverkehr und auch auf großen Plakatwänden an der Straße, also im öffentlichen Raum, um diese Frage überhaupt erstmal zu stellen. Und dann auch darauf aufmerksam zu machen, wie gesagt, es ist kein Aufruf, kauft das und das dort und dort, sondern übrigens, Köln hat einen Ernährungsrat. Dann ist ein ganz wichtiger Schritt, in diesem, wenn man sagt, diese verschiedenen Akteure sollen an einen Tisch kommen oder sollen zusammenkommen und dann soll etwas geschehen, da muss man einen Raum gestalten, in dem diese Leute zusammenkommen und zusammenarbeiten und sich austauschen können. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel der Prozess zur essbaren Stadt in Köln, wo in mehreren Phasen, teilweise mit sehr großen offenen Veranstaltungen und dann wieder in Schreibgruppen zu verschiedenen Themen ein Aktionsplan geschrieben wurde und in dem Zuge aber auch neue Projekte im Bereich urbanes Gärtnern und urbane Landwirtschaft gestartet sind. Einfach dadurch, dass so viele Menschen aus diesem Kontext zusammengebracht wurden. Und der Aktionsplan wurde dann auch in den Stadt, also der wurde mit dem Grünflächenamt zusammen, die waren im Prozess beteiligt. Und er ist dann hinterher auch in den Stadtrat gegangen und dort auch verabschiedet worden.
Da wurde sozusagen ein Politikfeld ja fast schon neu geschaffen, weil es zu Urban Gardening und essbarer Stadt und allem, was dazugehört, in Köln vorher keine politische Grundlage gab. Hier geht es jetzt darum, Politik zu gestalten, die es zwar schon gibt, also zum Beispiel öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln für städtische Kitas, andere städtische Einrichtungen. Da hat die Stadt natürlich sozusagen die Hand drauf, das hat sie unter ihrer eigenen Kontrolle. Oft ist es aber so, dass keine besonderen Kriterien gesetzt werden für diese Beschaffung, außer der günstigste Preis zum Beispiel. Wenn man hier Kriterien setzt und man ist eine Stadt von einer ja, Größe wie Köln, aber auch eine ganz durchschnittliche Stadt, ist man schnell bei sehr großen Mengen und hat, wenn man aus der Region diese Lebensmittel beschafft, dort ja, ein Marktsignal gesetzt. Dann gibt es weitere Themen, die auf der städtischen Ebene angesiedelt sind, wo Städte Kontrolle darüber haben, zum Beispiel die Verpachtung eigener städtischer Flächen. Das ist jetzt auch in Bonn zum Beispiel gerade ein Thema, dass die und auch in Köln, dass städtische landwirtschaftliche Flächen und mit der Auflage verpachtet werden, sie ökologisch zu bewirtschaften. Und in vielen Teilen von Deutschland und auch Europa ist es ein Riesenthema, der Flächenverbrauch und die Stadtplanung, die Stadtentwicklung, da eben den Erhalt und den Wert landwirtschaftlicher Flächen auch überhaupt erst reinzubringen. Und zu versuchen, Flächensparsamkeit als Prinzip einzubringen. Das sind Politikbereiche, an denen Ernährungsräte in ihren jeweiligen Städten arbeiten, wo sie auch nicht nur darauf hinweisen, dass die Stadt was machen sollte, sondern wirklich gemeinsam mit den entsprechenden Verantwortlichen zum Beispiel in so eine Kriteriensetzung reingehen und daran mitarbeiten. Dann ein absolutes Herzstück der Ernährungsratsarbeit ist die Formulierung von Ernährungsstrategien. Einfach weil natürlich einzelne Projekte, am Anfang ist es oft so, dass man erstmal mit einzelnen Projekten einsteigt, aber es geht ja genau darum, ein System zu transformieren und das in so Stückarbeit, die unverbunden ist und wo man kein Gesamtbild hat dessen, was man da eigentlich verfolgt und auch wie man da hinkommt, dann ist es halt nicht transformatorisch, sondern es bleibt halt bei diesem Stückwerk. Das heißt, Prozesse zu gestalten, eben auch wieder mit der Möglichkeit breiter Beteiligung, in denen Ernährungsstrategien ausgearbeitet werden, ist etwas, was sich alle Ernährungsräte zum Ziel gesetzt haben. Und in Köln zum Beispiel, eben weil es den Ernährungsrat mit am längsten gibt, ist diese Strategie auch schon fertig und wurde auch im Stadtrat beschlossen als die politische Leitlinie für zukünftige ernährungspolitische Entscheidungen in Köln. Dann das Thema Infrastruktur wieder aufbauen. Hier ein ganz kleines Beispielprojekt. Tendenziell sind solche Projekte natürlich immer sofort groß und nur mit viel Geld und sehr ja, handlungsfähigen Partnern umsetzbar. Also sowas wie einen neuen Schlachthof bauen oder eine Molkerei oder eine neue Form von Großmarkt oder Umschlagplatz. Soweit sind die meisten Ernährungsräte noch nicht, weil sie dafür zu neu sind. Ich würde sagen, dass es aber in der Zukunft ansteht. Und hier gibt es so ein kleines Projekt im Rheinischen Revier, wo die Ansiedlung von Food-Startups getestet wird, zusammen mit verschiedenen Hochschulen und anderen Partnern. Dann gibt es andere Formen der politischen Arbeit, also zum Beispiel der Münchner Ernährungsrat ist ein gutes Beispiel, ist selber eigentlich eher ein Aktionsbündnis von seiner Form her. Also die Mitglieder im Münchner Ernährungsrat sind verschiedenste Organisationen. Und selber trägt er auch Volksbegehren und andere
politische Kampagnen mit. Also das Volksbegehren Artenschutz war ja in Bayern, das ist ja sehr bekannt geworden. Und aktuell gibt es in München die Kampagne München muss handeln, wo es darum geht, dass die Stadt München den Klimanotstand nicht nur ausrufen, sondern dann auch entsprechend umsetzen soll. Da beteiligt sich der Münchner Ernährungsrat federführend in Allianzen mit dann wieder nochmal anderen Nachhaltigkeitsorganisationen aus den Bereichen Verkehr, Energie und so weiter und steht halt für das Thema nachhaltige Ernährung. Und dann als letztes Beispiel, vieles von dem, was ich jetzt bisher erwähnt habe, ist ja schon auch ein bisschen abstrakt. Und wichtig ist, glaube ich, bei dem Ernährungsthema auch, weil es nun wirklich jede und jeden betrifft, jeden Tag und auch emotional durchaus sehr, also es macht emotional mehr mit mir, wie ich mich ernähre, als zum Beispiel, ja, ob welcher Strom aus meiner Steckdose kommt. Da switche ich zu Ökostrom und das ist super, aber das ist für mein Alltagsleben, macht das letztendlich gar nicht so einen großen Unterschied. Und bei Ernährung hängt viel, viel mehr dran, gerade auch emotional. Und darum ist es wichtig, dass man ein positives Bild davon, wie es denn in Zukunft aussehen kann, vermittelt und erlebbar macht. Und dafür gibt es verschiedene Formen, die in verschiedenen Ernährungsräten auch erprobt werden. Das Agrikulturfestival in Freiburg ist ein super Beispiel. Oder auch sowas wie neue Produzentenmärkte zu schaffen und Ähnliches. Dann noch einmal ganz kurz zu den Herausforderungen. Ernährungsräte stoßen quasi in eine Lücke. In den Kommunen gibt es keine Zuständigkeit für Ernährung. Es gibt kein Amt dafür. Das heißt, man hat auch keine Ansprechpartner. Das ist einerseits die Lücke, die Ernährungsräte ein bisschen auch schließen wollen. Aber es heißt natürlich auch, dass es die Zusammenarbeit mit einer Kommune schwierig macht. Ernährungsräte sind Multiakteursplattformen. Das hatte ich am Anfang als positiv erwähnt. Das ist auch sehr positiv und kann auch sehr viel Wirkung entfalten. Ist aber auch eine wahnsinnig ambitionierte Arbeitsform. Es ist ziemlich anspruchsvoll. Ganz unterschiedliche Sprachen, die da gesprochen werden, unterschiedliche Bedürfnisse. Menschen, deren Existenz an zum Beispiel ihrem landwirtschaftlichen Betrieb hängt, aber auch städtische AktivistInnen und Verwaltungsmitarbeiter an einem Tisch, dann eine Verständigung hinzukriegen. Es ist ganz wichtig, aber nicht einfach. Dann sind bestimmte Beteiligte einfach haben es deutlich schwerer, aktiv teilzunehmen, weil sie teilweise weit weg wohnen oder einfach zu Gruppen gehören, die tendenziell fast keine Freizeit haben. Landwirte und Gastronomen sind so ein Beispiel. Dann einfach die schiere Größe des Problems und natürlich fehlende Ressourcen. Die meisten Ernährungsräte arbeiten weiterhin 100% ehrenamtlich, was nicht auf Dauer funktionieren kann, weil es einfach, wie gesagt, anspruchsvolle Arbeit an einem sehr, sehr großen Problem ist und weil es auch wirklich dringend vorangehen muss. Das heißt, alle arbeiten auch daran, sich auf professionelle Füße zu stellen. Ja, so viel von mir. Weitere Informationen hier auf der Website des Netzwerks. Dort auch die Karte und dann Verbindung zu den anderen Ernährungsräten, wenn jemand vor Ort gucken möchte, was bei Ihnen so los ist. Das war's von mir. Ja, tausend Dank, Anna, für den Input dazu. Ich bin ja sehr begeistert von den Ernährungsräten auch und finde, dass solche Multiakteursplattformen oder Partnerschaften, wie auch immer man sie nennt, super wichtig sind, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen, auch wenn es manchmal wehtut oder schwierig ist, so viele unterschiedliche Akteure an einen Tisch zu bringen. Und ich würde jetzt mal übergeben an, Moment, ich wechsle gerade die Präsentation wieder. Meine Kollegin Melanie, die jetzt durch die Diskussion führen wird. Genau, wir freuen uns über Ihre Fragen oder Ihre Anmerkungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie sich selbst zu Wort melden möchten. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Schreiben Sie ein Sternchen in den Chat.
Dann würde ich Sie drannehmen. Sie können dann Ihr Mikro und wenn Sie möchten, auch das Video freischalten und die Frage stellen. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich die Frage für Sie stellen soll, schreiben Sie sie einfach in den Chat oder wenn Sie anonym bleiben möchten, tragen Sie Ihre Frage in unser Padlet ein. Der Christian hatte bei den Technikhinweisen den Link zu unserem Padlet eingestellt. Dort können Sie bei der Rubrik Fragen auf ein Plus drücken und dort erscheint ein Feld, da können Sie Ihre Frage eintragen. Ich werde sie dann für Sie stellen, ohne Ihren Namen zu nennen. Da beginne ich dann auch schon direkt, weil im Vorhinein wurde da schon eine Frage reingestellt. Die geht, ich nehme an Sie, Herr Schmidt, vielleicht können Sie sich mal bereit machen. Die Frage lautet, wie können die Kämpfe unterschiedlicher Akteursgruppen in der Landwirtschaft zusammengeführt und dabei Vorurteile und Konflikte abgebaut werden? Als Beispiel sind die Demonstrationen von, in Klammern, konventionellen Landwirtinnen gegen die Politik von Agrarministerin Klöckner und von Umweltministerin Schulze zu nennen. Herr Schmidt. Naja, eine Frage. Wahrscheinlich werden viel Geld dafür bezahlen, dass man verschiedene Akteure insofern zusammenbringt, dass sie dann sich zusammensetzen. Und das ist ja das Stichwort. Ich glaube, wir haben keine andere Chance, als den Dialog zu führen. Und das für eine andere Zeit, dass das die Plattform wäre. Das heißt, wir schauen, dass wir diese Akteure auch vor Ort zusammenbringen. Das nutzt uns nichts, wenn wir die auf der nationalen oder europäischen Ebene zusammenholen, weil da sind einfach die Verbände zu stark in ihren Positionen. Wenn wir was verändern wollen, dann verändern wir es nur vor Ort, indem die Ernährungsräte, wenn sie gegründet sind, gleichermaßen Ökolandwirte wie Konventionelle einladen. Und das ist der entscheidende Punkt. Es muss klar sein, das Ernährungssystem muss einen ordentlichen Preis liefern. Dann wird das. Weil das Problem der konventionellen Landwirte ist, die kämpfen ums Überleben. Die kämpfen nicht um einen höheren Profit, sondern die kämpfen schlicht und ergreifend ums Überleben. So, und wenn die über den Preis ihren Existenz sichern können, ist keine stärkere Abhängigkeit der GAP mehr vorhanden und bekommt die zusammen. Man muss sie konkret einladen, ganz konkret einladen. Wir haben das auf europäischer Ebene in meinem Ausschuss. Da habe ich die Ökolandwirte genauso wie die konventionellen Landwirte. Die streiten. Aber am Ende stimmen sie dann mit ab. Die konventionellen Landwirte haben für diese Papiere gestimmt, die ich ausgeführt habe. Dankeschön. Die nächste Frage geht an dich, Anna. Von Katharina Niemeyer, spielt für die Ernährungsräte das Thema Bio eine spezielle Rolle und wie wird Regionalität definiert? Ja, das schließt auch ganz gut an die erste Frage und was Peter gesagt hat. Also Bio spielt in dem Sinne eine zentrale Rolle, dass wir natürlich, wenn wir sagen, wir stehen für oder unser Ziel ist es, eine regionale, nachhaltige Produktion zum Beispiel voranzubringen, muss man ja eine Vorstellung haben, was ist denn nachhaltige Landwirtschaft? Und das ist im Augenblick, also dafür ist Bio zurzeit sozusagen der Goldstandard. Zumal, wenn wir sagen, es soll um öffentliche Beschaffung gehen, dann braucht es dort etwas, was offiziell anerkannt ist. Da kann man, ich selbst kann ja, wenn ich mich mit Lebensmitteln versorge und ich kenne die Produzenten, dann kann mir relativ egal sein, ob die jetzt auch eine Bio-Zertifizierung haben oder nicht, wenn ich selber weiß, wie die arbeiten. Für eine Kommune gilt das natürlich nicht. Wenn die sagen, wir wollen nachhaltig beschaffen, dann muss das als nachhaltiges Produkt gekennzeichnet sein und da gibt es im Lebensmittelbereich eigentlich nur sinnvollerweise ein Bio-Label. Gleichzeitig, was Peter sagte, ist es sehr, sehr wichtig. Wir haben im Augenblick die Situation, es geht gar nicht mehr nur darum, es geht auch, natürlich geht es letztendlich darum, welche Landwirtschaft wir wollen, aber in Deutschland geht es zurzeit auch ganz stark darum, ob wir überhaupt noch Landwirtschaft haben im Umfeld unserer Städte und vor allem, ob wir noch bäuerliche Landwirtschaft haben. Wir haben gerade das Höfesterben reißt nicht ab und die Anzahl der Betriebe sinkt jedes Jahr. Das heißt, es geht jetzt auch darum, sich mit den Landwirtinnen und Landwirten in dem Sinne solidarisch zu machen, dass sie überhaupt die Chance bekommen, dann auch noch auf Bio umzustellen. Und sie dabei dann aber natürlich auch zu unterstützen, indem man zum Beispiel für solche Bioprodukte Absatzwege schafft.
Das war jetzt nur der erste Teil der Frage, pardon. Soll ich den zweiten Teil auch noch beantworten? Ja, gerne. Regional ist ein schwieriges Ding, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Je nachdem, wo ich bin, habe ich, also im Rheinland zum Beispiel, ist einerseits die Versorgungslage gut, weil es hier zum Beispiel ein großes Gemüseanbaugebiet gibt, direkt zwischen Bonn und Köln. Gleichzeitig gibt es auch unheimlich viele Leute, die Gemüse essen. Das heißt, je nachdem, wie viele Menschen dort sind und auch wie die Agro-Öko-Region aussieht, muss sich natürlich die Region auch unterschiedlich groß ziehen und zieht sich auch jeweils auf ein bestimmtes Produkt. Das heißt, im Umland meiner Stadt kann es ja durchaus sein, dass es dort mehr Gemüseanbau gibt oder nur Getreide und nur Kartoffeln und sowas wie Milch und Fleisch und andere Dinge nur aus dem weiteren Umkreis kommen. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, 50 Kilometer Radius und das ist dann die Region. Gleichzeitig, was wichtig ist, ist die Produkttiefe, eben dass es, wenn ich ein Schwein aus einer Massentierhaltung habe, dann kann das ja von vor meiner Haustür passiert sein, aber die Futtermittel, die aus Übersee kommen, muss ich natürlich mit in dieses Regionalitätskonzept einbeziehen. Also die gesamte Kette, die dahinter liegt, auch. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Anna Pohlmann, die sie uns selbst stellen wird. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Perfekt. Und zwar hatte ich schon im Padlet die Frage gestellt und die wurde von Herrn Schmidt ja schon super beantwortet. Und ich hätte da noch eine Nachfolgefrage, und zwar, wie kann das denn dann auf ländlicher Ebene etabliert werden, dass BäuerInnen und andere Akteure in Austausch kommen, weil die Ernährungsräte sind ja jetzt hauptsächlich in den Städten verankert. Und ich habe das Gefühl, dass da auch so ein bisschen Spaltungslinien dann entstehen zwischen Land und Stadt und wie weit das dann fortgeschritten ist, die Transformation. Ja, die Frage Stadt-Land ist eine zentrale Frage, wie wir ohnehin zukünftig unsere politischen Systeme aufbauen. Wenn man heute sieht, wenn man die Wahlen anschaut, dann gibt es eine ganz starke Unterscheidung allein bei Wahlen. Und ich glaube, das hat auch was mit demokratischen Strukturen zu tun. Das heißt, die Frage, inwieweit es uns gelingt, Menschen in Entscheidungsprozesse mit einzubinden, wird ganz entscheidend dafür sein, wie wir auch miteinander umgehen. Wir leben ja eher noch in einem Moment in einer Zeit, wo die Dinge eher ziemlich zugespitzt werden. Das mache ich das auch ganz gern, Zuspitzung. Mein konkreter Punkt in dem Fall ist, ich glaube, dass man auch, deswegen sprechen wir von den regionalen, nicht von städtischen Ernährungsräten, dass wir Gründungsinitiativen brauchen, die vor Ort anfangen. Anna hat es ausgeführt, ne? Als ich das erste Mal mit Anna zusammenkam, da waren, glaube ich, 5 oder 6 Räte in Deutschland. So, heute sind es wesentlich mehr. Also wir müssen die gründen, auch auf regionaler Ebene. Das nutzt nichts. Wir haben keine andere Wahl, als die über diesen Dialog Weg zu gehen. Also eine Sache dazu, ich denke, dass es, was mir auffällt, ist, dass natürlich die Lebenswirklichkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Also selbst wenn sich Menschen zum Beispiel aus einer Großstadt auf den Weg machen und sehr, sehr guten Willens sind und sich mit den ProduzentInnen aus ihrem ländlichen Umland solidarisieren wollen, dann ist einfach das Wissen übereinander, das Wissen über die Umstände relativ gering. Fast niemand, also die meisten Menschen, die in Städten leben in Deutschland, sind ohne jeglichen Bezug zur Landwirtschaft zum Beispiel aufgewachsen und unser Bildungssystem gibt da auch dann nichts her. Das heißt, da muss auch wirklich eine Annäherung passieren. Es gibt aber auch Ernährungsräte, die sich in Landkreisen zum Beispiel gründen. Also es ist, wenn man auf die Karte guckt, sieht man, das ist natürlich erstmal vornehmlich ein Phänomen aus Städten, die aber dann jeweils, also zum Beispiel Köln und Umgebung heißt Köln und die 4 umliegenden Landkreise. Aber es gibt eben auch Gründungen in zum Beispiel für den Ernährungsrat Bergisches Land, Ernährungsrat Südpfalz oder Oberfranken. Also durchaus, oder in Brandenburg ist das ganz ausgeprägt, weil es da de facto kaum wirklich größere Städte gibt, sind die Ernährungsräte in den ländlichen Räumen. Und ich denke, dass das eigene
Arbeitsweisen mit sich bringen, durchaus, aber das ist, ja, braucht es genauso. Eine weitere Frage kommt von Maike Bruse. Welche Bedeutung messen Sie sozialen Innovationen wie urbanes Gärtnern oder Solavis bei als Erfahrungsräume für gesundheitsförderliche Ernährungsmuster und Veränderungen der Alltagspraxis auf breiter Basis? Vielleicht Anna? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil das, was ich eben sagte, dieser Verlust des direkten Bezuges und der direkten Erfahrung, das habe ich selbst auch beobachten können in den urbanen Gartenprojekten, mit denen ich zu tun hatte oder in denen ich selbst aktiv war, dass Leute ein ganz anderes Verhältnis entwickeln und ein anderes Verständnis entwickeln davon, wie Lebensmittel überhaupt entstehen, sehr viel darüber lernen und auch sich selbst als viel handlungsfähiger dann erfahren. Das ist einerseits in Bezug auf die eigene Ernährung, aber auch in Bezug auf, was können wir denn zusammen bewirken? Und das finde ich beides ganz, ganz wichtig. Und passiert, glaube ich, sowohl in urbanen Gärten als auch in Solavis ist das ganz ausgeprägt. Ich habe noch eine weitere Frage im Padlet. Spiegeln die unterschiedlichen Begriffe Lebensmittel in Klammern Politik und Ernährung in Klammern Räte gegebenenfalls auch einen unterschiedlichen Ansatz wider? Wenn ja, wo kommen sie zusammen? Vielleicht auch Anna? Ich wollte gerade sagen, also Ernährungsräte, muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach nur eine etwas unbeholfene Übersetzung des Wortes Food Policy Council. Und Food Policy Council ist natürlich total klangvoll und Englisch hat den Luxus des Wortes Food. Und unter Food kommt Ernährung und diese Art von Oberbegriff, der fehlt uns im Deutschen. Und deswegen kommt es zu diesem Wort Ernährungsrat. Ist einfach, weil man einen Begriff brauchte und das Vorbild sind die Food Policy Councils aus dem, vor allem in diesem Fall aus dem nordamerikanischen Raum. Ja, und dann ist man bei diesem Begriff gelandet. Eine Frage an beide Vortragenden. Was ist zu tun in Bezug auf Hofnachfolgeproblematiken und Themen wie Eigentumsverhältnisse? Was sind hier Stellschrauben? Herr Schmidt vielleicht zuerst. Hofnachfolgeproblematiken sind eng verknüpft mit dem, was ich ausgeführt habe. Das ist eine Frage, kann man von seiner Handyarbeit leben oder nicht? Und zwar ordentlich und nicht immer sozusagen am Rande oder auch nicht an der Substanz. Wir müssen sehen, dass manche behaupten, ja, Landwirte jammern auf hohem Niveau, weil wenn die nur ein Waldgrundstück haben oder was weiß ich, dann haben sie nur immer was, was sie verkaufen können. Diese Debatte heute für völlig falsch. Die müssen ordentlich verdienen. Dann stellt sich die Frage der Nachfolge nicht so. Sie stellt sich auch, aber sie stellt sich natürlich auch in anderen Branchen, wo einfach die Kinder, die Nachkommen nicht einsteigen wollen, weil sie andere Lebensentwürfe haben. Aber die erste Frage ist, stellen wir das erstmal auf richtige Füße, dass wir vernünftige Preise haben, dann wird sich das verändern. Der zweite Punkt ist ich habe das vorhin angesprochen, Wirtschaftssystem. Wir müssen unser Wirtschaftssystem kritisieren. Und wir müssen natürlich im Rahmen der Agrarpolitik kritisieren, dass die Agrarpolitik darauf ausgerichtet war, dass wir Wachstum, dass wir im Agrarbereich Wachstum haben. So, darauf war die gemeinsame Agrarpolitik ausgerichtet. Man hat den Landwirten erzählt, ihr müsst wachsen, 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 investieren, 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 mehr produzieren und dann läuft das von selber. So, und das ist dann irgendwann in einer normalen Einheit, einer Familieneinheit nicht mehr organisierbar, dieser Anspruch. Und deswegen brauchen wir auch hier bei der Agrarpolitik eine klare, stärkere Unterstützung der Familienbetriebe und nicht eben der großen, als eine der Gründe, warum die neuen Beschlüsse völlig gaga sind. Das heißt, das geht wieder in die Fläche, das geht wieder in die Großen, die können sich das dann noch mehr leisten und die kleinen Ökobauern, die auf Familienbasis sind, die kriegen vielleicht 5.000 Euro im Jahr. Damit ist das keine vernünftige Unterstützung. Also die Stellschraube ist die gemeinsame Agrarpolitik und ordentliche Preise. Dankeschön.
Die Daniela Baum hat auch eine Frage. Ja, ich klinke mich nochmal ein, genau. Eine Frage an Anna aus ihrer Erfahrung heraus mit in der Beschäftigung mit den Ernährungsräten oder vor allen Dingen dem in Köln, den es ja schon relativ lange gibt. Welche Breitenwirkung hat der Ernährungsrat denn da mittlerweile? Also wie viele wissen überhaupt davon aus der Branche und hat das so einen Ansteckungseffekt, dass halt die Leute denken so, nachdem es jetzt auch etabliert ist und man sieht, da bewegt sich was, da mache ich jetzt auch mal mit. Also ist da eine Bereitschaft da, darauf zuzugehen, auch von Seiten der konventionellen Landwirtschaft und zu sagen so, ja, doch, finde ich super, da möchte ich mich gerne einklinken. Und dann vielleicht doch noch mal eine Frage zum Thema Corona, auch wenn vielleicht alle nicht mehr Corona hören können, aber das würde mich nichtsdestotrotz interessieren und dann vielleicht eher von Peter Schmidt oder auch von beiden gerne beantwortet. Hat diese Krise jetzt eine eher positive oder eine eher negative Auswirkung darauf, dass sich das Ernährungssystem transformiert? Das würde mich nochmal interessieren. Also hat das sozusagen zurückgeworfen, die Prozesse, oder hat das dennoch eher einen positiven Impuls gebracht, dass es jetzt vielleicht auch klarer ist, dass was passieren muss? Also zu deiner ersten Frage, was ich so beobachtet habe, ich war ja seit Sommer 2016, also kurz nach der offiziellen Gründung in Köln, die Koordinatorin des Ernährungsrates. Und das, zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland genau zwei Ernährungsräte, nämlich Köln und Berlin. Und was da sichtbar wurde, war, dass das jetzt nicht unbedingt in diesen jeweiligen Städten, aber dass das im ganzen deutschsprachigen Raum plötzlich angeschlagen ist. Also sowohl ich in Köln als auch die Kolleginnen in Berlin haben ohne Ende E-Mails und Telefonanrufe gekriegt. Hey, Ernährungsrat, wir wollen das jetzt auch machen. Könnt ihr uns beraten? Wie macht man das? Könnt ihr uns unterstützen? Das heißt, diese Ausstrahlung war auf jeden Fall sehr schnell, sehr merkbar. Es schien schon, dass das so einen Nerv getroffen hat, diese Form. Dass das was war, wo Leute was mit anfangen konnten, wo sie auch dachten, hey, das ist, glaube ich, was uns fehlt als Arbeitsform. Köln, ich bin jetzt selber nicht mehr im Tagesgeschäft des Kölner Ernährungsrates, aber ich denke schon, dass es seine Kreise zieht, ganz klar. Es ist natürlich weiterhin so, dass es eine Engagement-Plattform, zu der natürlich jede und jeder eingeladen ist, für die man aber natürlich, also man muss selbst dorthin gehen. Es ist jetzt noch nicht so eine so große Organisation, dass sie flächendeckend allen Kölnerinnen und Kölnern ein Begriff ist und überall sichtbar und so. Das wurde noch nicht erreicht. Aber wenn man guckt, wie unterschiedlich die Projekte sind, also die Essbare Stadt zum Beispiel mit aktiver Unterstützung von Gemeinschaftsgartenprojekten was man Viertel mit besonderem Förderbedarf nennt, also ärmeren Stadtvierteln, wo es bisher kaum sowas wie Urban Gardening gab, aber auch die Zusammenarbeit mit Betrieben aus dem Westen der Region an diesem Foodstrip-Projekt und mit Experimenten im Bereich Ernährungswirtschaft. Also eine ziemlich große Bandbreite und eine Möglichkeit für sehr unterschiedliche Akteure aktiv zu werden, die darauf auch eingehen. Also wenn eingeladen wird, zu Veranstaltungen oder sich an Prozessen oder an Aktionen zu beteiligen, dann ist das Echo auch sehr, sehr groß. Vielen Dank. Wir haben noch zwei Fragen, die wir noch mit reinnehmen. Steht die zweite Frage noch offen? Vielleicht aus meiner Sicht, erstens, in Brüssel gibt es ein großes Interesse an einem Rat, an einem europäischen Rat. Mal sehen, ob es uns gelingt im Rahmen Farm to Fork. Aber dann zur Frage Corona. Meine Befürchtung ist, dass das eher nicht dazu führt, dass man sagt, jetzt steigen wir sozusagen in nachhaltige Systeme ein. Warum nicht? Weil die ganze Landwirtschaftslobby, die konventionelle Landwirtschaftslobby im Moment mit allen Mitteln darstellt, die sie haben, schaut her, dass die Lebensmittelversorgung hat funktioniert, im Gegensatz zur Maskenproduktion, Fahrzeuge und alle anderen Produktionen. Aber die Lebensmittelproduktion, die europäische, die hat funktioniert. Lass uns mal das so, wie es ist, und nichts daran verändern. Deswegen habe ich meine Befürchtung, dass das sich nicht verbessert und nicht verändert. Darum müssen wir darum kämpfen.
Ich sehe auch das Risiko, dass dieses Motto Back to Normal, also im Sinne von, ne, alle wollen irgendwie ihre Normalität zurück, und dass man unter dieser Maßgabe eben auch einfach die bestehenden Strukturen maximal stützt. Wir sehen es mit der Autoindustrie, wir sehen es mit Fluglinien und so. Da ist kein Wille zu erkennen, aus solchen Systemen wirklich auszusteigen oder das jetzt, ne, die Tatsache, dass man nun so viel Geld in die Hand nimmt, zu nutzen. Und es ist, finde ich, also auch ein Risiko, es ist eine gute Gelegenheit. Leute sind mit allem Möglichen gerade beschäftigt und die Möglichkeiten, aktiv zu protestieren, sind auch eingeschränkt. Die Möglichkeiten, sich zu organisieren, sind eingeschränkt. Das heißt, also gerade bei der GAP-Reform hatte ich schon den Eindruck, dass es einfach darum geht, Dinge jetzt durchzudrücken und, ne, dieses Jahr sozusagen under the radar und dann Fakten zu schaffen. Ja. Oh, jetzt aber. Dankeschön. Noch zwei letzte Fragen. Die eine kommt von Marie Heidfeld und geht an Sie, Herr Schmidt. Sie haben Finnland als gutes Beispiel für eine ganzheitliche Ernährungspolitik genannt. Was macht diese aus? Wie werden hier die verschiedenen Bereiche, also Gesundheit, Nachhaltigkeit, Produktionsbedingungen etc. verknüpft? Und könnte sich Deutschland hier etwas abschauen? Ja, wir könnten uns tatsächlich was von den Skandinaviern insgesamt abschauen, aber die Finnen sind die Weltmeister der Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist das einzige Land, das sozusagen die Nachhaltigkeitsziele in das Budget sozusagen verankert hat. Und das ist der entscheidende Punkt, wo man sich das abschauen kann. Es wird also so keine reine Klientel- oder Säulenpolitik mehr betrieben, sondern Finnland macht tatsächlich in der Frage der Nachhaltigkeitsstrategie, hat Nachhaltigkeitsräte auch gegründet, aber anders als wir, nicht auf dieser Top-Ebene, sondern tatsächlich runtergebrochen. Und Finnland hat ein anderes Verteilungsmodell, was die Frage der Lebensmittelverteilung angeht. Das läuft über Genossenschaften. So, das heißt, es gibt eine ganz starken genossenschaftlichen Verankerung. Das hat schlicht und einfach was mit der Situation in dem Land zu tun, dass es sich für einen herkömmlichen Einzelhändler schlicht und einfach nicht lohnt, irgendwo, keine Ahnung, in Kuopio, wie die Städte heißen oder die Orte heißen, einen Lebensmitteleinzelhandel aufzubauen. Da könnte er schlicht und einfach nicht überleben. Eine Genossenschaft kann dabei überleben. Das in aller Kürze, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber Finnland ist spannend in der Frage der Nachhaltigkeitsstrategie. Vielen Dank. Als allerletzte Frage nochmal von Katharina Niemeyer. Wir erleben in den Ökomodellregionen in Bayern, dass der Absatz bei Direktvermarktern, Abokisten und so weiter extrem gestiegen ist während der Corona-Krise. Wie verstetigen wir diesen Effekt über die Corona-Krise hinweg? Anna, vielleicht die Frage an dich. Ja, ich habe das selber auch erlebt. Ich bin in Bonn in verschiedenen Direktvermarktungsstrukturen aktiv und wir hatten den absoluten Run. Gerade im März, von einer Woche auf die andere, hat sich der Umsatz zum Beispiel in unserer Marktschwärmerei, die wir mit einem Verein betreiben, verdreifacht und auf dem kleinen Wochenmarkt, den wir dort gegründet hatten, auch. Dann wurde aber auch deutlich, dass als dann die Leute wieder in ihren normaleren Arbeitsalltag zurückgekehrt sind, also als die Pendelei wieder losging und das mit dem Homeoffice nicht mehr so war, dann wird natürlich auch klar, dass diese nischenförmigen Vermarktungswege, die wir jetzt zurzeit überwiegend haben, weil Regionalvermarktung eine absolute Nische ist, das wird sich so nicht halten lassen, solange sich nicht entweder also wenn wir alle jetzt im Homeoffice bleiben und zumindest die es können, das sehe ich nicht passieren, dann hätten zumindest mehr Leute eine freiere Zeitgestaltung und könnten auf einen Wochenmarkt gehen oder könnten in eine Marktschwärmerei gehen. Aber die Übermacht der Supermärkte liegt ja auch darin, dass sie immer da sind und dass sie fast immer offen haben. Und das Ungleichgewicht ist da so groß, deswegen sehe ich jetzt, also ich fand das sehr schön, dass das sich unter Corona-Bedingungen so zum Ausdruck kam, dieser Wunsch nach regionalen Produkten. Aber dass jetzt, wenn nächstes Jahr Corona vorbei ist und alle wieder so arbeiten wie zuvor und in die Muster zurückgehen, die sie vorher hatten, fürchte ich, dass davon nicht furchtbar viel übrig bleiben wird.
Vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle für die spannenden Fragen und an Sie beide für die tollen Antworten. Wir sind jetzt zwar schon nach den 19.17 Uhr, aber das macht überhaupt nichts. Dann sind wir auch nicht so deutsch. Und diese Zahl kam auch nicht zustande, weil wir überlegt haben, irgendwas zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden zu machen. Und weil es ja um die SDGs auch geht, kam uns halt dann die Zahl 17 in den Sinn, also auch eher symbolisch als klar. Deswegen übergebe ich jetzt wieder an Daniela, die noch spannende Schlussfragen hat. Genau. Das wäre auch meine Erklärung der 19.17 Uhr jetzt gewesen. Das ist wirklich eher symbolisch gewesen. Ich hoffe, vielen Dank erstmal auch für die spannende Diskussion. Ich habe aber noch zwei Schlussfragen an die Referentinnen und würde die beiden bitten, da nochmal kurz drauf zu antworten. Zum einen das alles und noch viel mehr. Wir erinnern uns an Rio Reiser, der hat das mal gesungen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme voranzubringen, was würden Sie tun? Und als zweite Frage, was gibt Ihnen Hoffnung bei Ihrem unermüdlichen Engagement für eine nachhaltige Welt? Wer mag zuerst? Anna? Man muss sich ja irgendwas aussuchen. Und da es nun um Wünsche geht, kann das ja auch beliebig abwegig sein. Ich glaube, ich würde in Brüssel in den Safe greifen, wo das Geld für die GAP drin liegt. Und da wurde ein besseres Konzept ausgearbeitet vor 2 Jahren. Da ging es um die EU Food Policy. Und da würde ich das dann reinstecken. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde das jemand anders machen, weil dann würde ich auch nicht in Brüssel verhaftet und müsste nicht in Quarantäne. Und die zweite Frage? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich auch, wenn ich mir die einzelnen, was so vorgeht, anschaue, dann bei vielen Dingen gar nicht so optimistisch bin. Aber ich habe, glaube ich, bei mir ist es eher so, dass ich nicht wirklich mich woanders irgendwie sehen kann. Und hier in dem, was wir hier machen, sind einfach die besseren Leute unterwegs. Wie heißt das? Man muss die bessere Party feiern, ne? Herr Schmidt, ich weiß, dass Sie ein unerschütterlicher Optimist sind, deswegen freue ich mich jetzt noch auf Ihre Antworten. Ja, wenn ich mit der letzten Frage anfange, als Gewerkschafter bleibt einem gar nichts anderes übrig, als ein gnadenloser Optimist zu sein. Wenn man in die zumindest meine Gewerkschaft, so eine 150 Jahre alte Geschichte, wenn man heute unser Leben anschaut, dann ist es in jedem Fall hinsichtlich medizinischer Versorgung, Bildung, Möglichkeiten besser, als es vor 150 Jahren war, weil es Menschen gab, die vor 150 Jahren das getan haben, was wir heute tun. So, deswegen weiß ich, und wenn man heute die Jugend anschaut, Fridays for Future, da bin ich optimistisch, dass die Jugend heute das auch unterstützt, was wir hier machen. Wir haben den Boden bereitet, die werden das weiterführen. Deswegen für mich ganz klar, ich habe da die Hoffnung, dass es in jedem Fall besser wird. Zur ersten Frage bin ich da sehr konkret. Ich würde die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels brechen. Wir haben 4 große, die 85% der Macht haben, die auch Lebensmittelpolitik betreiben. Ich habe das in meinen Ausführungen gemacht. Und ich würde die Profitmaximierung und die Profitgier unter Gefängnisstrafe stellen. Dann hört es gleich auf, das Ganze. So, und damit würde man sozusagen mehr Gleichberechtigung, mehr Verteilungsgerechtigkeit ins System bekommen. Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen an unsere beiden ReferentInnen, Peter Schmidt, Anna Wissmann, für die tollen Impulse und die Beantwortung der vielen Fragen. Auch allen Teilnehmenden an der Stelle nochmal herzlichen Dank für das Interesse und die tolle Diskussion. Ist natürlich was anderes digital als live. Das wäre nochmal schöner eigentlich, aber nichtsdestotrotz hat das ja auch den Vorteil, dass man dann von überall schnell mal an so einer Veranstaltung teilnehmen kann. Hat ja auch einen Vorteil. Wir freuen uns auch noch über
Feedback. Wir haben eine kleine, sehr kurze, ich glaube es sind 5 oder 6 Fragen, Online-Evaluation auch vorbereitet. Christian wird den Link jetzt gleich noch hier in, genau, da ist er schon, in den Chat rein kopieren. Da freuen wir uns, wenn das noch beantwortet wird. Wir haben ja diese Veranstaltung auch aufgezeichnet. Das heißt, wir werden auch alle Teilnehmenden nochmal im Nachgang informieren, wo das zu finden ist. Das darf dann auch gerne noch weiter verteilt werden. Wir werden das wahrscheinlich dann auch noch auf YouTube stellen, damit das öffentlich für viele Menschen zugänglich ist, was heute hier diskutiert wurde. Auch das Padlet bleibt weiter online. Das heißt, wer da nochmal nachschauen will, wer da vielleicht auch noch den ein oder anderen Hinweis unterbringen möchte, kann das gerne tun. Also auch noch was reinstellen beispielsweise, interessante Studien, interessanten Hinweis auf eine Good Practice beispielsweise. Herzliche Einladung dazu. Und als allerletztes bleibt mir nun nur noch auf ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Die Reihe geht weiter, Brennglas Corona-Krise. Wie geht es weiter mit der Kreislaufwirtschaft? Darüber werden wir am 10. Dezember schon diskutieren, von 18 Uhr bis 19.17 Uhr oder auch ein wenig länger. Wenn Diskussionsbedarf vorhanden ist, wollen wir den natürlich auch nicht abkappen. Herzliche Einladung dazu. Das steht auch auf der Webseite, der Termin. Da kann man sich wieder anmelden. Und im nächsten Jahr, im Januar, Februar, geht es dann weiter mit den Themenbereichen nachhaltiges Bauen und Verkehrswende und Energiewende und Klimaschutz. Da gibt es allerdings noch keine feststehenden Termine. Die finden sich dann auch auf der Webseite. Und damit kommen wir zu einem Schluss mit 10 Minuten Überziehung. Ich finde, das ist noch das akademische, weniger als Viertel sogar. Damit kann man leben und ich fand das sehr spannend und wünsche allen einen entspannten und computerfreien Abend noch und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke euch für die Einladung und fürs Organisieren.